Geschichte von Mamma Mia ist eine Frauenpower-Geschichte, würde ich mal so sagen. Es ist die Geschichte von Donna, die Auswanderin, die auf einer griechischen Insel eine Taverne betreibt und die gar nicht verstehen kann, warum ihre Tochter heiraten will, schon so früh. Und sie bekommt dann Unterstützung von zwei Freundinnen aus alter Zeit und daraus entstehen sehr viele lustige Geschichten und am Ende endet die Geschichte dann ganz anders, als man vermutet. Das Musical ist ja typischerweise, dass man die drei Ausdrucksformen hat: Tanz, Gesang und Schauspiel. Wir haben die Castings gemacht Anfang November in Hamburg über 3 Tage und das hat letztlich nur Carina am besten geschafft. Das ist eine Riesenherausforderung, das ist eine super Rolle. Die hat alles, da kann ich wirklich, glaube ich, alles zeigen, was so das Emotionsbarometer hergibt. Das Stück, das ist einfach prädestiniert für eine ganz breite Zielgruppe und weil es eben im Heute spielt, kann sich da jeder auch mit identifizieren und irgendwie für sich was rausziehen. Jung, alt, alle, Mann, Frau, also es ist für alle, glaube ich, ein interessantes Stück. Wir beginnen Anfang Januar schon mit den Proben für die neuen Darsteller und dann ist die Premiere am 5. März und wir spielen bis Ende August planmäßig. Liebe OTV-Zuschauer, wir bauen für Sie eine ganz tolle Produktion im Stage Metronom Theater hier in Oberhausen. Man muss unbedingt kommen, weil ich glaube, dass diese Songs keinen kalt lassen und jeder kennt die Songs und das ist eine super gute Laune-Show. Und wir möchten Sie alle einladen zu kommen, es wird Ihnen bestimmt gefallen. Mamma Mia ab März hier auf der Bühne im Metronom Theater.